Wir kommen nach Österreich schuldig im Sinne der Anklage. Es hat im Land der Unschuldsvermutungen, in Österreich also, keine große Tradition, so einen Satz, so ein Geständnis von einem Angeklagten, auch nicht ehemaligen Politiker, zu hören. Umso mehr überrascht ihr heute Stefan Petzner beim Untreueprozess in Klagenfurt. Der Schatten Jörg Haiders, der ihm also nie von der Seite wich, erklärt sich schuldig. Petzner sitzt dann nicht allein im Gericht. Ein einst prominentes BZÖ-Politquartett, das die Vergangenheit einholt. Jürgen Pettinger berichtet. Wir bauen das moderne Kärnten, garantiert, heißt es 2009 in einer Werbebroschüre. 4 Tage vor der Landtagswahl wird das Werk damals an alle Haushalte verschickt, samt Imagevideo. Wie Sie sehen, die Weichen sind gestellt. Alles verdächtig im Stil der damaligen BZÖ-Werbelinie. Auf fast jeder Seite ein BZÖ-Politiker und überall der damalige BZÖ-Slogan, garantiert. Finanziert aber mit Landesgeld. Ich sage, wir leben in einem freien Land. Jeder in diesem Land darf das Wort garantiert verwenden, auch ich. Jeder in diesem Land darf Orange verwenden. Sie dürfen sich auch was Oranges anziehen. Wir sind in einem freien Land, das gibt's, wir sind ja nicht in Nordkorea. Ja. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft vermutet versteckte Parteienfinanzierung, nimmt das ehemalige Kärntner BZÖ-Regierungsteam wegen Untreue ins Visier. Nach jahrelangen Ermittlungen dann gestern der Prozessauftakt. Das ehemalige Regierungsteam landet auf der Anklagebank. Ex-Landeshauptmann Gerhard Dörfler, die Ex-Landesräte Uwe Scheuch und Harald Dobernik sowie der Ex-BZÖ-Stratege Stefan Petzner. Alleine vom Gericht einvernommen, bekennt sich Petzner heute schuldig. Die Landesbroschüre sei immer schon auch als BZÖ-Werbung gedacht gewesen. Faktum ist, da stellt ja auch das Gutachten fest, dass es natürlich auch einen Werbewert für das BZÖ gab. Der Hauptwerbewert bleibt aber beim Land Kärnten. Daher bleibt es für mich auch nach wie vor eine zulässige Landesbroschüre. Ich streite aber nicht ab, dass es natürlich einen Werbewert auch für das BZÖ gab. Und habe ja heute auch vor Gericht gesagt, dass dieser Werbewert auch beabsichtigt war. Der Schaden für das Land Kärnten soll laut Anklage bei über 200.000 Euro liegen. Im Nachhinein hat das BZÖ zwar einen Großteil der Kosten übernommen, aber erst nachdem die Staatsanwaltschaft zu ermitteln begonnen hat. Laut Petzner sollen die anderen Angeklagten vorgehabt haben, diese verspätete Mitfinanzierung als von Anfang an geplant darzustellen. Am Montag sollen Ex-Landeshauptmann Dörfler und Ex-Finanzlandesrat Dobernik als Angeklagte einvernommen werden. Ironie des Schicksals? Ins Rollen gebracht hat den Fall damals die FPÖ, dieselbe Partei, für die Gerhard Dörfler heute im Bundesrat sitzt.